treffen sich zwei Manta-Fahrer, ne? Sagt der eine, ich will jetzt meinen Manta verkaufen, ey. Wie mach ich denn am besten? Sagt der andere, ey, ganz einfach, ey. Dreht den Tacho zurück auf 20.000. Nach einer Woche treffen sich die beiden wieder, ne? Fragt der andere, hast du deinen Manta verkauft? Sagt der andere, nee, bist du bekloppt, ey. Wo der erst 20.000 drauf hat. Wie kriegst du eine Disco in Bottrop leer? Manta brennt! Der Manta-Fahrer, ne, unterhält sich mit seinem Kumpel. Sagt er, ich hab mir ein Puzzle gekauft. Sagt der andere, und Manfred, hast du schon gelöst? Sagt er, klaro, gestern Abend in 3 Stunden. Boah, und wie viele Teile? Sagt der andere, 17. Was, 17 Teile und dafür 3 Stunden gebraucht? Sagt der andere, wieso? Ist doch super, auf der Packung stand 6 bis 8 Jahre. Steht ein Junge in der Zoohandlung, ne, vor dem Aquarium und malt mit dem Finger 8 auf der Scheibe von dem Aquarium. Die Fische schwimmen dem Finger dann hinterher. Kommt ein Manta-Fahrer vorbei und sagt so, boah, toll, ey, hast du das denn? Sagt der Junge, oh, ganz natürlich, die höhere Intelligenz wirkt der niedrigende Willen auf. Nach 5 Minuten siehst du den Manta-Fahrer vor dem Aquarium stehen und macht den Mund immer wieder auf und zu. Okay, einen letzten habe ich noch. Ein Golffahrer und ein Manta-Fahrer sitzen im Kino, ne? Hauptdarsteller steht vor einem großen Kaktusfeld. Sagt der Manta-Fahrer, der rennt da nie durch. Sagt der Golffahrer, ich wette 50 Mark dagegen. Sagt er, okay, Wette gilt. Der Darsteller rennt durchs Kaktusfeld. Als der Manta-Fahrer die 50 Mark bezahlen will, sagt der Golffahrer, lass stecken, ich hab den Film schon mal gesehen. Sagt der Manta-Fahrer, ich auch. Sagt der Golffahrer, und warum wettest du nochmal dagegen? Sagt der Sag noch zu Ende vorm Einchecken. Sagt der Golffahrer, sagt der Manta-Fahrer, kann ich doch nicht ahnen, dass du so doof bist und da zweimal durchrennt. Ich war ganz kurz davor, mit Manta einzuchecken. Wenn jetzt was passiert und die Tapes ziehen, dann kommen wir nie wieder raus. Musst du noch was loswerden, oder was? Jo. Der kostet jetzt nicht mehr. Aber der Falsche. Ich wäre bereit für den Chuck Norris. Okay, pass auf. Chuck Norris wurde mal von einer Giftschlange gebissen. Nach 3 Tagen harten Überlebenskampf ist die Schlange gestorben. Chuck Norris ist doch kein Honig. Er kaut Bienen. Set 250. So. Wie geht Chuck Norris Blut spenden? Mit einer Knarre aus dem Eimer. Na, die kleinen Jungen haben Superman-Schlafanzüge im Schrank. Superman hat Chuck Norris-Schlafanzüge im Schrank. Der liebe Gott sprach, es werde Licht. Chuck Norris sagt, sag bitte. Chuck Norris hat der Erde auch mal einen Roundhouse-Kick verpasst. Die dreht sich immer noch. Step 17 ist Run 135350. Free carrying the score. Steht mir. Intention is to split in elements and then go ILS in trail within the elements. Okay, 3 times edited.